Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Achtung Buch und heute mit dem Thema Der Amri-Komplex, ein Terroranschlag, 12 Tote und die Verstrickungen des Staates. Es wird also spannend. Ja, dann begrüße ich ganz herzlich hier bei Nuoviso Thomas Moser. Zunächst mal herzlichen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Danke für die Einladung. Ja, Herr Moser, Sie sind, ich stelle Sie zunächst mal kurz vor, ARD-Journalist und schreiben auch für das Overton-Magazin und haben im Westend-Verlag Der Amri-Komplex herausgebracht. Ich muss auch zunächst mal dazu sagen, ein Terroranschlag, 12 Tote und die Verstrickungen des Staates ist der Titel. Das Buch ist 2 Jahre alt und mittlerweile sind es tatsächlich 13 Tote. Das haben wir gerade noch im Vorgespräch festgestellt. Das kann man durchaus dazu sagen, aus Pietätsgründen. Nun ist es so, Sie haben auch schon 2 andere Bücher geschrieben über die NSU. Und da will ich gleich mal einsteigen, denn das führt uns zu dem Thema Amri. An diesem Tag, an dem der Terroranschlag am Breitscheidplatz sich ereignete, an dem 19.12., waren Sie gerade in Potsdam und haben den NSU-Prozess beobachtet. Sie haben dann Ihrerseits auch selbst erst im Radio davon erfahren, dass es zu diesem Anschlag mit dem LKW auf dem Weihnachtsmarkt kam. Was waren Ihre ersten Gedanken und wie sind Sie sozusagen zu dem Fall eigentlich gekommen? Ja, anfänglich wusste man nicht, dass es ein Anschlag ist. Man ging von einem Unfall aus. So habe ich es wahrgenommen. Also ich war da Medienkonsument praktisch. Und dann hat sich das sozusagen erst im Laufe der Zeit herauskristallisiert, also von Journalisten, die da näher dran waren an der Geschichte. Und wie wir heute wissen, Behörden wie das Landeskriminalamt, die wussten ja vorher schon Bescheid oder früher Bescheid, dass es nicht kein Unfall ist. Und sie hatten das richtig erwähnt. Ich war sozusagen gedanklich in dieser NSU-Blase drin. Damals liefen noch mehrere Untersuchungsausschüsse und hatte nicht gedacht, dass es jetzt so was wird wie NSU, also ein Anschlag, der nicht aufgeklärt ist, meiner Meinung nach, mit Verstrickungen zu den Behörden. Und ja, dann kam es zum Schlüsselereignis. Also es wurde ein Sonderermittler eingesetzt in Berlin, der Bruno Joost, ehemaliger Bundesanwalt. Also ganz unbedenklich, kein Verschwörungstheoretiker oder sowas, sondern ein korrekter Mann. Und der hat herausgefunden, dass im Landeskriminalamt Manipulationen stattgefunden haben. Er hat es auch so genannt. Und dann war klar, jetzt muss man da hingehen, wenn man die Zeit und die Möglichkeiten hat und es beobachten. Und von dem Zeitpunkt an bin ich dann hingegangen. Wenn man sich diesen Tag nochmal ins Gedächtnis ruft und den Tatvorgang oder Tathergang, dann erinnern sich die allermeisten wahrscheinlich an LKW, Weihnachtsmarkt, Tote und Verletzte, der LKW kommt zum Stehen und dann denken viele, Anis Amri steigt irgendwie aus dem Wagen aus und wird dann irgendwie über eine lange dubiose Flucht am Ende in Italien erschossen. Gibt es so etwas wie ein offizielles Narrativ zum Fall Amri und zum Breitscheidplatz überhaupt? Und wenn ja, könnten Sie das nochmal kurz skizzieren, was sozusagen die offizielle Version ist, was sich an dem Tag überhaupt abgespielt haben soll? Das, was Sie gerade sagten, geht ja in die Richtung. Es gibt ein offizielles Narrativ. Also Anis Amri, ein Tunesier, 24 Jahre alt, seit 1,5 Jahren erst in der Bundesrepublik, hat sich radikalisiert, sich selbst radikalisiert. Es gibt zwar ein Umfeld, aber er war der alleinige Täter, der Wochen vorher sich damit beschäftigt hat, einen Anschlag verüben zu wollen. Und dann stand auch der Breitscheidplatz schon fest, laut offiziellem Narrativ. Und dann gab es an dem Tattag die Gelegenheit, er hat einen Lastwagen entdeckt und hat den gekapert und ist dann auf den Breitscheidplatz gefahren, ist geflohen, wobei die Flucht nicht rekonstruiert ist, hundertprozentig. Mhm. Aber er ist dann durch halb Europa geflohen und wurde dann in einem Vorort von Mailand, Sesto San Giovanni, sozusagen von 2 Polizisten erschossen. Und er gilt als alleiniger Täter. Das ist sozusagen das offizielle Narrativ. Vielleicht darf ich gleich dazu fügen, dass nach langjähriger Beschäftigung ich ein anderes Narrativ habe, damit wir wissen, sagen, auf welcher Bandbreite wir uns unterhalten müssen. Mhm. Mein Narrativ ist,
dass es eine Tätergruppierung gibt von mindestens 5, eher 10 Leuten, die an dem Anschlag beteiligt sind, dass der Anschlag mindestens ein Jahr lang vorbereitet wurde, dass Anis Amri nicht der LKW-Fahrer war, gleichwohl zähle ich ihn zur Tätergruppierung. Also er ist schon auch beteiligt gewesen, aber wer den LKW gefahren hat, wissen wir nicht. Es gibt eine Verstrickung von Behörden. An vorderster Front ist zu nennen zum Beispiel das Bundeskriminalamt. Es gibt total dubiose Spuren, sozusagen im LKW und so weiter. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Behörden auch wissen, dass das Narrativ, Amri war der Alleintäter, nicht stimmt. So, das ist die Position, die ich jetzt dagegen aufmache. Das lässt einen ja schon mal direkt aufhorchen. Ich finde das unglaublich. Das Buch liest sich zum Teil auch wie ein Thriller oder man kriegt auf manchen Kapiteln auch Gänsehaut, weil man so denkt, also diese Masse an Ungereimtheiten muss ja eigentlich dafür sorgen, dass, wie Sie gerade sagen, dieser Fall neu aufgerollt wird oder zumindest das offizielle Narrativ sein müsste, dass er nicht geklärt ist. Und was Sie gerade sagten, ist natürlich ein Hammer. Also Anis Amri ist aus Ihrer Sicht nicht alleiniger Täter und nicht Fahrer des LKWs gewesen. Ja. Da kann man ja auch direkt mal einsteigen in die Dinge, die sich dann unmittelbar ergeben, nachdem der LKW zum Stehen kommt. Da gibt es gleich eine Masse von interessanten Ereignissen und Informationen, die man dazu gesichert eigentlich hat. Es gibt zum Beispiel diese zwei Zeugen, die, ich glaube, von dem Waldorf Astoria Hotel ist es aus, perfekte Sicht haben, diesen Lastwagen zum Stehen kommen sehen und den Aussteigenden direkt verfolgen können. Die Tür geht auf und sie sehen einen Mann mit, wie sie es beschreiben, hellen Stiefeln, der sich davonschleicht. Ich glaube, er rennt noch nicht mal, sondern läuft einfach nur weg. Und sie beschreiben das immer wieder, dass sie ihn so gut beobachten konnten, weil er diese hellen Stiefel anhatte. Und irgendwann verliert sich dann aber eben die Fährte, weil sie von oben, von dem Hochhaus draufschauen. Anis Amri, das weiß man aus den Überwachungsvideos von den Minuten nach dem Anschlag, hatte rote Halbschuhe an. So, das ist ein Fakt von Dutzenden, den man zusammentragen kann, was den Fall Amri angeht oder den Breitscheidplatzfall. Ein zweites Problem ist so ein bisschen, dass ganz viele Zeugen an dem Tag sagen, es gab eine zweite Person in dem Führerhaus. Manche schwören darauf, dass sich dieses Bild eingebrannt hat, als sie selbst auf dem Weihnachtsmarkt standen und dieser LKW auf sie zurollt. Andere sagen, sie haben dann noch einen Schuss gehört. Also da kommt wirklich einiges zusammen. Und was dann auch wirklich faszinierend ist, dieser LKW wird ja abgeschleppt. Und das ist ja eine längere Prozedur, die dann auch dazu führt, dass diese Tatsicherung an einem anderen Ort stattfindet und sich ebenfalls als sehr dubios herausstellt, was dann alles zutage tritt. Es gibt zum Beispiel keine DNA-Spuren von Anis Amri im LKW. Richtig. Das genau. Ist doch, da kommt ja einiges zusammen, Herr Moser. Ja. Soll ich dazu was sagen jetzt? Gerne, also einfach nochmal aus Ihrer Sicht, ja, habe ich noch wichtige Indizien vergessen, so, die einen stutzig machen könnten oder sollten? Ja, ein paar Sachen kann ich noch ergänzen. Also es ist schon richtig, also es gibt eine ganze Reihe von Details, von Spuren und von Beobachtungen, die einfach nicht mit dem offiziellen Narrativ zusammenpassen. Und die wurden immer mehr, also ich muss dazu sagen, meine wesentliche Quelle ist, oder Quellen sind die Untersuchungsausschüsse der im Bundestag, der im Abgeordnetenhaus von Berlin und dann gab es einen dritten Untersuchungsausschuss in Düsseldorf, im Düsseldorfer Landtag. Und da habe ich die meisten Erkenntnisse gewonnen. Das heißt, was ich zusammentrage, sozusagen, ist Ergebnis von öffentlichen Quellen. Das hätte jeder auch machen können, der bei diesen Ausschüssen ist. Es ist nicht so, ich habe auch Einsicht bekommen in verschiedene Dokumente. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende hat sich tatsächlich vor den Ausschüssen abgespielt. Auch diese Details, die Sie alle erwähnt haben. Ein wichtiges Detail ist zum Beispiel noch, dass es Zeugen gibt, die gesehen haben, dieser LKW, der hat ja Anfahrt genommen vom Ernst-Reuter-Platz und hat dann nochmal angehalten in der Höhe vom Bahnhof Zoo. Und da gibt es zwei Zeugen, die gesehen haben, dass ein Mann ausgestiegen ist.
Also es ist eine Person vorher ausgestiegen. Das würde bedeuten, dass mindestens drei Personen im LKW waren. Und dann ist der LKW auf den Breitscheidplatz gefahren und dann gibt es eben Zeugen, die gesehen haben, dass eine Person vom Beifahrersitz aus stehend ins Lenkrad greift des Fahrers. Das ist deshalb wichtig, weil nach dem offiziellen Narrativ der Beifahrer, der eigentliche Speditionsfahrer, schon tot gewesen sei. Das sei ermordet worden, als der Täter, Amri für sie, den LKW gekapert hat. Und nach den Beobachtungen der Zeugen hat also dieser Fahrer noch gelebt, der Speditionsfahrer. So, und dann wurde eben eine Täterfestlegung vorgenommen. Der Täter ist Anis Amri und es ist immer eine ganz entscheidende Weichenstellung, wenn ein Täter festgelegt wird von den Ermittlungsbehörden, als Beobachter, als Journalist, muss man das eigentlich übernehmen, weil ich nicht die Möglichkeit habe, wie ein Bundeskriminalamt. Mhm. Und damit wird aber eine Weiche gestellt und alles sucht nur noch nach Spuren, die zu Amri passen. Und man denkt auch nur noch so, was hat Amri jetzt gemacht, warum hat er das gemacht, was hat er tagsüber gemacht, wo ist er hingegangen. Also man wird, die Täterfestlegung wird zur Falle im Prinzip. Und man muss eigentlich, das müssen wir auch lernen, zu sagen, man muss es zwar übernehmen, aber nicht unbedingt hundertprozentig glauben. Man sollte auch dann die Details, die für diesen Täter sprechen oder vorgebracht werden, hinterfragen. Und da spielen die beiden Zeugen eine große Rolle von diesem Waldorf Astoria Haus. Das ist ein riesen Bürokomplex, Hotel drin, oben sind Büroräume. Ich war selber da im 20. Stock. Man hatte eine wirklich gute Sicht und das Argument der beiden, die wurden dann sozusagen, also einer von beiden wurde da vernommen, auch im Untersuchungsausschuss, ob sie jetzt wirklich den Fahrer erkennen konnten, war eben die hellen Schuhe, die dann reflektierend wirken in der Nacht und vom 20. Stock ist auch nicht so weit entfernt. Und die waren zu zweit, einer ist auf die Straße und hat sozusagen dann den Fahrer, der da nicht gerannt ist, sondern gegangen ist, verfolgt. Und der andere hat von oben den verfolgt und hat ihn sozusagen mit seinem Handy gelotst. Genau. Und beide beschreiben eben, dass der Fahrer helle Boots anhatte, auch über die Knöchel. Das ist für sie total wichtig. Das war das Erkennungsmerkmal. Und heute wissen wir, dass Anis Amri, der ungefähr zur selben Zeit von der Videokamera festgehalten wurde, wie er eine Unterführung durchquert, dass er rote Schuhe hatte. Und da schließen eben diese beiden Immobilienmakler sind das aus. Und dann ist es so, dass der eine Zeuge von oben sagen, den Weg dieses LKW-Fahrers anders beschreibt, wie den Anis Amri gegangen ist. Anis Amri ist von 20.06 Uhr diese Unterführung zum Zoologischen Garten gegangen praktisch. Und der Zeuge aus dem Waldorf Astoria-Gebäude, der beschreibt, dass der Fahrer am Bahnhofsgebäude weitergegangen ist, sozusagen bis zum Ende. Da kommt dann sozusagen eine Station, eine Wache der Bundespolizei interessanterweise auch noch. Also er ist an der Wache der Bundespolizei vorbeigegangen. Und dann hat er ihn aus den Augen verloren, weil da gibt es eine Unterführung, weil er in die Unterführung gegangen ist. Also es sind zwei verschiedene Wege. Und es ist nur ein Detail, das sozusagen das Zweifel schürt an der Festlegung der Täterschaft von Amri. Eine Sache will ich auch noch schnell erwähnen. Die Richtung, die der Amri, der tatsächliche Amri nimmt in dieser Unterführung, ist total absurd, ja, weil er im Prinzip vom Bahnhof Zoo wieder Richtung Tatort geht. Ja. Und jemand, der eine Tat begangen hat und sich vom Tatort entfernt, der geht nicht Richtung Tatort wieder. Damit wurden auch die BKA-Zeugen im Untersuchungsausschuss konfrontiert und die haben keine Erklärung dafür. Die sagen nur, sozusagen, das ist die selbstgestellte Falle. Wer sowas macht, wer mit einem LKW in Menschenmengen hineinfährt, der entzieht sich rationalen Beurteilungen. Also warum der jetzt Richtung Tatort gegangen ist, die gehen nach wie vor davon aus, dass es Amri war, wissen wir nicht. Was lässt eigentlich auf Amri als Täter schließen? Ganz naiv gefragt, denn wir haben die Überwachungskamera-Videos. Dort geht er diesen dubiosen Weg. Er wirkt total in stoischer Ruhe eigentlich, also dafür, dass er gerade einen Terroranschlag begeht, läuft er da einfach angeblich zu dieser Videokamera, nur um sich erkenntlich zu zeigen, mit diesem erhobenen Zeigefinger, der als dschihadistischer Gruß dann gewertet wurde.
um dann wieder seelenruhig zum Tatort zurückzulaufen. Also macht einen sehr skeptisch. Was aber findet man konkret, was ihn dann in den Folgetagen bereits zum Einzeltäter erklären lässt? Es gibt, wie gesagt, keine Fingerabdrücke und keine DNA im Fahrerhaus. Ich glaube, was man aber findet, sind dort, und das ist ja auch ein Klassiker in der BRD-Geschichte, Passfotos in einem Portemonnaie, glaube ich. Ja, also es gibt schon Spuren von Amri. Es ist nicht, also der ist jetzt nicht komplett als Täter erfunden. Deswegen sage ich ja, er ist Teil der Tätergruppierung. Er hatte sicher auch einen Auftrag. Also eine Tätergruppierung teilt sich ja auf. Jeder hat irgendeine wichtige Tätigkeit zu verrichten. Und Amri hatte auch eine Tätigkeit zu verrichten. Also die Tatsache, dass er zur Tatzeit am Tatort war, spricht dafür, dass er Teil der Gruppierung ist. Er hatte dann die Pistole dabei, mit der der Fahrer erschossen wurde. Es gibt Fingerabdrücke und Handabdrücke von ihm außen an der Fahrertür des LKWs. Also er war am LKW. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Mobiliar im LKW. Das ist hochinteressant. Also es gibt die unbeweglichen Teile, Lenkrad und so weiter. Und dort finden sich eben keine Fingerabdrücke und DNA-Spuren an diesen unbeweglichen Teilen. Und das wurde auch vorgetragen von dem Leiter der Mordkommission damals im Untersuchungsausschuss. Und ich fand es alarmierend. Ich habe das auch so geschrieben. Und bei der Sitzung waren mehrere Kollegen dabei und die haben das alle nicht so eingeschätzt. Möglicherweise, weil ihre geistige Festlegung, Amri ist der Täter, schon gefestigt war, zementiert war. Mhm. Und dann sozusagen ist man immun gegen Zweifel an dieser Festlegung. Es gibt aber unbewegliche Teile. Es gibt ein Handy, also Amri hatte mehrere Handys und es gab so ein Klapphandy, ein relativ altes Handy, mit dem er private Telefonate geführt hat, mit seiner Mutter zum Beispiel in Tunesien und sowas. Das lag im LKW, also das, was eindeutig ihm gehörte. Mhm. Dann ist man darauf gestoßen, das ist ein Satz in den Untersuchungsunterlagen, in den Ermittlungsunterlagen, ein Satz, dass in diesem Handy keine SIM-Karte war. Mhm. Die kann man leicht übersehen, sozusagen, diesen Satz kann man leicht überlesen, aber der ist total entscheidend, weil welche Rolle spielt ein Handy ohne SIM-Karte? Wer nimmt ein Handy mit ohne SIM-Karte? So, dann wurde ein Portemonnaie gefunden, praktisch auf dem Fußboden unter einer Wolldecke. Und in diesem Portemonnaie war neben 230 Euro, glaube ich, auf einem 50-Euro-Schein hat man einen Daumenabdruck von Amri gefunden, war eben auch eine Duldungsbescheinigung der Ausländerbehörde in Kleve. Also das war die jüngste Duldungsbescheinigung ausgestellt im August. Und die mit zwei Bildern, richtig, und noch eine Monatskarte der BVG, glaube ich, und ein nicht identifiziertes Bild eines kleinen Mädchens. Aber das waren dann sozusagen die Beweise, Belege dafür, dass Amri der Fahrer war. Und als es dann entdeckt wurde, da kam sofort das Landeskriminalamt zu den Tatortermittlern und hat diese Duldungsbescheinigung mitgenommen. Wo die jetzt ist, weiß ich nicht, ob die überhaupt irgendwo abgelegt ist, aber die gilt sozusagen als Beleg dafür, dass Amri der Fahrer gewesen sei. Das will ich gleich dazu sagen. Ich will hier nicht als der Einzige da sitzen, der kritisch ist. Mhm. Zum Beispiel die Grünen im Bundestag, zwei Abgeordnete, Konstantin von Notz und Irene Michalic, die eine gute Arbeit geleistet haben, die sagen, die Tatsache, dass Gegenstände von Amri im LKW gefunden wurden, ist kein Beweis für sie, dass Amri der LKW-Fahrer war. Ja, klar. Die gehen auch in die Richtung, dass sie sagen, das ist noch kein Beweis, sie können auch reingelegt worden sein. Also die wollen so sagen, wenn, dann wollen sie es wasserdicht haben. Dann ist es so, wir können, ich denke noch auf zwei, in dieser Unmittelbarkeit nach der Tat, auf zwei Dinge noch eingehen. Zum einen gab es noch einen zweiten Hauptverdächtigen, aber das würde ich noch kurz hinten anstellen, denn in der ersten Nacht ist es bereits so, dass das BKA Berlin diesen Fall an sich reißt und zwar mit der Abteilung für islamistischen Terror. Auch quasi als Ad-hoc-Entscheidung, dass es sich dabei auch um islamistischen Terror handeln muss.
Und später sagt der Generalbundesanwalt darüber, dieses LKA hat ganz klar Beweise vertuscht und Informationen gefälschtes nachgewiesen über Anis Amri zum Beispiel und ähnliches. Später gibt es im Januar 2017 eine Nachbereitungskommission, die auf 120 Seiten feststellt, dass es 254 Mängel, davon 32 der höchsten Fehlerkategorie in den Ermittlungen gab. Also man hat das Gefühl, es gab Anstrengungen von den Behörden, namentlich Landeskriminalamt, irgendetwas zu vertuschen. Ich finde das unglaublich. Ja. Also das ist bis heute so belegt. Ja, vielleicht darf ich es nochmal, das sind wichtige Punkte, die Sie ansprechen, nochmal klarer machen, außer sagen in der Reihenfolge. Vielleicht fange ich von hinten an. Also der ehemalige Bundesanwalt Bruno Joost, der hatte ich ja erwähnt und Sie hatten es gerade auch nochmal gesagt, der festgestellt hatte, dass es Manipulationen gibt im Landeskriminalamt. Also der Staatsschutz, verschiedene Abteilungen für Rechtsextremismus, Linksextremismus, islamistischen Extremismus, hat Akten geführt über mehrere islamistische Gefährder, unter anderem über Anis Amri. Also die hatten die auch auf dem Schirm. Die kannten die, sie haben Nachforschungen betrieben, es gab V-Leute um die herum, das heißt, die hatten ein Aktenwerk. Und der Bruno Joost, der Sonderermittler des Senates, hat eben rausgefunden, und das ist total wichtig, dass die Akte verändert wurde zu Anis Amri, also seine Straftaten zum Beispiel im Bereich Drogenkriminalität, die wurden abgeschwächt, kleiner gemacht. Und dass er zusammen mit Komplizen gedealt hat, also ist ja dann sozusagen bandenmäßig, wurde auch verändert. Also die Mittäter wurden rausgenommen, sodass von einem gefährlichen Gruppentäter ein weniger gefährlicher Einzeltäter übrig geblieben ist. Und das wurde also bewerkstelligt im Januar nach dem Anschlag. Und sozusagen diese hergestellten neuen Aktenblätter wurden mit einem rückwirkenden Datum vom November 2016 in die Akte geschmuggelt. Also offensichtlich gibt es was zu vertuschen. Kompliziert wird es jetzt, wenn wir der Meinung sind, Anis Amri war nicht der LKW-Fahrer. Warum wollen die vertuschen? Wollen sie was vertuschen? Aber ich sage ja, er war Teil der Tätergruppierung, also wenn du dann feststellst, da ist jemand, dann könntest du eventuell über diese Person zu den Mittätern gelangen. Für mich ist Amri auch ein Medium, das heißt, ich sage nicht, ich beschäftige mich nicht mit ihm, weil ich der Überzeugung bin, er ist nicht der LKW-Fahrer gewesen, sondern ich bin der Überzeugung, er war Teil der Gruppe und deswegen beschäftige ich mich mit ihm, weil er mich möglicherweise zu anderen Mittätern führt. Die Übernahme der Ermittlungen, das ist auch total wichtig, was Sie da angesprochen haben. Also es passiert dieser Unfall und es ist Massenschadensereignis praktisch auf dem Breitscheidplatz und die Polizisten sind ja nicht dumm. Die rechnen auch damit, dass es möglicherweise eine Amokfahrt gewesen sein könnte oder ein Anschlag. So, und dann tritt normalerweise sofort das Polizeipräsidium in Aktion und arbeitet, bildet einen Stab und so weiter und so fort, was das Polizeipräsidium auch gemacht hat. Es gab zwei Lagezentren an diesem Abend. Und parallel dazu ist sozusagen der Staatsschutz. Der Staatsschutz ist eine eigene Abteilung im Landeskriminalamt, zuständig für politisch motivierte Gewalt oder Delikte. Der tritt auch in Aktion und zwar nicht die Führung des Staatsschutzes, Staatsschutz, es war eine Frau damals, Abteilungsleiterin, sondern die Abteilung nicht für Rechtsextremismus, nicht für Linksextremismus, sondern für islamistischen Terrorismus. Der Leiter dieser Abteilung sozusagen begibt sich in die Diensträume und eröffnet selbstständig einen Stab, eine Zentralstelle, Aufbauorganisation nennen die das, und reißt die Ermittlungen an sich. Das heißt, der Staatsschutz, die Abteilung für islamistischen Terror, hat die Ermittlungen tatsächlich geführt und BKA-Leute haben den auch unterstützt. Das heißt, die Frage ist ja, wie kommt der auf die Idee, sozusagen zwei Stunden nach dem Anschlag, dass es eventuell Islamisten gewesen sein können?
eine hochinteressante Situation. Die Berliner Polizei hat zwei Ermittlungszentren an diesem Abend. Die des Polizeipräsidiums, die eingeübte Dinge verrichtet, mhm, und die, die den Täter ermitteln will, ist eben beim Landeskriminalamt, beim Staatsschutz. Eine ganz grundsätzliche Frage: Gibt es eigentlich Videos vom Anschlag? Denn ich konnte mit der, ich sag mal, Schnellrecherche, Suchmaschine ein, zwei Videos finden, wo man entweder verschwommen oder verwackelt oder fast gar nicht erkennt, dass dieser Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt fährt. Ich glaube aber gelesen zu haben, was mich auch überrascht hat, es gibt ein relativ langes Video, was, glaube ich, auch nur einmal ausgestrahlt wurde im deutschen Fernsehen. Helfen Sie mir, war das Kontraste oder ein ähnliches Format und dann nie wieder gezeigt wurde. Und ich glaube, es gibt auch ein Video, was der Öffentlichkeit bis heute nicht zugänglich ist, wo ich mich auch frage, es ist ja ein Ereignis von öffentlichem Interesse. Und ich denke, auf so ein Video könnten sich ja auch wiederum Zeugen melden oder neue Indizien ergeben, weil es mehr Menschen sehen. Was ist da Ihre Vermutung, dass sowas passieren kann? Also zunächst, ich kenne auch nur ein Video, das die Tat zeigt. Also es gibt ganz, ganz viele Videos. Die meisten wurden wahrscheinlich nach der Tat gedreht. Und das BKA hat ja auch aufgerufen, hat sozusagen die Bevölkerung aufgerufen, Videos oder Fotografien, da wurde eine Cloud eingerichtet, in die Cloud hochzuladen. Und das ist eine Datensumme. Wenn man das alles sichten will, braucht man Monate dafür. Ob es jetzt mehrere Videos gibt vom Anschlag, weiß ich nicht. Ich kenne eines und ich kenne das deshalb, weil Kontraste eben genau vom Rundfunk Berlin-Brandenburg das ausgestrahlt hat. Und dann stand es auch eine Weile im Netz. Ich habe sozusagen die längere Aufnahme gesehen, also das sind nur 12 Sekunden, die der RBB gezeigt, mhm, hat, und ich habe eine längere Aufnahme gesehen. Also das Video, sagen wir so, das Video ist ein Ausschnitt eines Filmwerkes von an diesem Tag. Eine Hamburger Produktionsfirma hat gedreht an dem Tag in Berlin von nachmittags 15 Uhr, 16 Uhr ab vom Hochhaus, da vom Europasender an der Stirnseite des Breitscheidplatzes aus bis nachts um 1 Uhr etwa, also viele Stunden. Und das Material wurde dann beschlagnahmt natürlich. Und die Filmfirma sagt aus, sie hat Demoaufnahmen gemacht. Man fragt sich natürlich, wofür macht man Demoaufnahmen im Winter? Es ist dunkel und es regnet und was weiß ich was. Aber also es wurde, kann auch sein, natürlich. Ich will es nur noch mal wiederholen, Herr Moser. Es wurde zufällig von einer Filmproduktionsfirma der Anschlag, ich sag jetzt mal, in HD gefilmt. Und das ist so eine Anekdote oder so eine Zufälligkeit einfach dieses ganze Komplexes. Ja, man müsste das ist, und da kommt man sozusagen offiziell nicht weiter, weil das Bundeskriminalamt da nicht mit offenen Karten spielt. Zum Beispiel, also der Weg wird vermauert. Im Augenblick heißt es, die Metadaten sind verloren, wir können das gar nicht verifizieren, ob das überhaupt stimmt und ob, wo das andere Material ist. Auf jeden Fall, ich habe eine Version gesehen, also der LKW fährt praktisch in den Weihnachtsmarkt, 60, 70, 80 Meter und bricht dann nach links auf die Budapester Straße hinaus und kommt da zum Stehen. Und da schneidet sozusagen, da endet sozusagen die Aufnahme, die der RBB gezeigt hat. Und ich habe eine längere Version gesehen, nach einer Weile erst, also vergehen 4, 5 Sekunden, geht die Tür auf. Also es ist was passiert noch im Cockpit. Die Tür geht nicht sofort auf. Es wäre zum Beispiel die Möglichkeit, dass der Fahrer eben den Beifahrer erschossen hat. Und Amri gar nicht gefahren ist, sondern jemanden hat fahren lassen, den er dann erschießt, zum Beispiel. Das ist zumindest möglich. Nee, das glaube ich zum Beispiel nicht, weil ich glaube nicht, dass der reguläre Fahrer in den Weihnachtsmarkt gefahren wäre. Selbst wenn er eine Pistole an den Kopf gehalten bekommen hätte, das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich verstehe. So, zumal der, man hat ja den ermordeten Speditionsfahrer, den polnischen Speditionsfahrer gefunden. Der saß aber nicht am Steuer, sondern der saß auf dem Beifahrersitz, mhm, im Prinzip. Also muss er dort erschossen worden sein. Die Frage ist, wer der Fahrer war. Also mir ist es wichtig, nochmal sozusagen sich den Ablauf vor Augen zu führen. Der steigt nicht sofort aus, sondern es dauert einige Sekunden, steigt er aus. Man sieht dann auch, dass eine kleine Person rauskommt. Und dann entfernt er sich auch nicht direkt, sondern er verharrt dann wieder einige Sekunden,
sozusagen vorne am LKW, vielleicht redet er mit verschiedenen Leuten oder sowas. Also Sie haben diese Aufnahmen einmal gesehen, ist das richtig? Die habe ich mehrmals gesehen, ich kenne die Aufnahmen. Okay, die sind aber der Öffentlichkeit nicht zugänglich? Die sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich, aber die sind, also ich kann jetzt nicht sagen, wo die Quelle ist, ich muss die Quelle schützen. Es gibt ja immer irgendwelche Bedingungen, unter denen man Material gezeigt bekommt. Und es soll vermieden werden praktisch, dass die Quelle dann identifiziert werden kann, weil es, also ich darf das veröffentlichen, aber die Quelle darf es eigentlich nicht weitergeben praktisch. Also es muss dann einen anderen Ablauf geben irgendwie. Und man müsste eigentlich dieses Material nochmal forensisch untersuchen, genau. Und das ist eben einfach nicht passiert. Und im Zuge der Auseinandersetzung um die verschiedenen Videoaufnahmen habe ich eben auch von Abgeordneten, von Mitgliedern des Untersuchungsausschusses gehört, dass sie diese Aufnahmen gar nicht kennen. Also das Material war so vielfältig, die konnten nicht allem nachgehen. Verfolgen wir nochmal, bleiben wir mal bei Anis Amri. Wir hatten jetzt schon festgestellt, was man weiß ist, er steigt aus, er nimmt diesen seltsamen Weg über den Bahnhof Zoo, ist dann kurz auf Überwachungskamera festgehalten, läuft wieder in Nähe des Tatorts und ich glaube, dann wird spekuliert, dass er zurück in sein Wohnhaus nach Wedding fährt oder wieder kommt. Darüber ist man sich aber, glaube ich, nicht ganz klar, weil es gibt zwar Videoaufnahmen, aber man weiß nicht genau, auf wann sie datiert wurden. Also es kann auch sein, dass er nicht zurückging. Jedenfalls wird spekuliert, dass er nochmal einen Rucksack abholt und sich dann auf diese Reise begibt, die in Italien endet. Was ging in Anis Amris Kopf vor? Gibt es da Erklärungen? Was wollte er dann erreichen? Er wollte aus Europa vielleicht sogar fliehen oder zunächst mal untertauchen, denn er wird ja über mehrere Bahnhöfe dann, glaube ich, immer mal wieder festgehalten. In Lyon, glaube ich, zum Beispiel, von Überwachungskameras. Und eine Frage, die ich mir natürlich auch stelle, warum wird er überhaupt erschossen? Weiß man das? Also Sie sagten gerade, Anis Amri ist ein Rätsel, er ist ausgestiegen und so weiter. Da sind Sie sozusagen im offiziellen Narrativ schon auf den Leim gegangen. Mhm. Also mir passiert es auch. Mir passiert es auch, ja. Nee, es ist total anstrengend, wenn man ein alternatives Narrativ verfolgt. Ausgestiegen ist der Fahrer. Ja. Ausgestiegen ist der Attentäter, der Mörder. Der ist ausgestiegen und wir wissen nicht, wer das war. Es gibt Leute, die sagen, es war Amri. Ich hab Zweifel daran zu sagen, okay, aber wir können mal trotzdem der Spur. Also, und dann, wenn der LKW-Fahrer, wenn die beiden Zeugen vom Waldorf-Astoria-Gebäude den LKW-Fahrer richtig beobachtet haben, verliert sich dessen Spur hinter der Wache der Bundespolizei. Und der Mann, nehmen wir mal an, es gab ihn, ist auch bis heute auf freiem Fuß, weil es ist ja nur Amri tot und der war ja der Einzeltäter. Vielleicht ist er auch schon tot, weiß ich nicht. Wir kennen ihn auf jeden Fall nicht. Ja. Aber was ist mit Anis Amri passiert? Also wir folgen dem offiziellen Narrativ, kann man ja auch machen, dann stößt man immer wieder auf Widersprüche und Ungereimtheiten. Übrigens, viele Dinge oder einige Dinge habe ich erst, nachdem das Buch schon da war, erfahren. Die beiden Ausschüsse haben danach erst ihre Abschlussberichte veröffentlicht und da stehen auch noch hochinteressante Sachen drin, weitere Belege für Ungereimtheiten. Also Anis Amri war um 20.06 Uhr auf jeden Fall auf dem Hardenbergplatz in Berlin. Und er ist dann aber offensichtlich nicht mit der U9 in den Wedding gefahren, wo er seine Wohnung hatte. Also er hat in einer WG gewohnt, zusammen mit drei anderen Männern. Und er wird dann zweimal von einer Videokamera eines Ladens in der Prinzenallee, glaube ich, also im Wedding, festgehalten. Einmal um 21.32 Uhr, glaube ich, und das zweite Mal um 21.51 Uhr, also 19 Minuten sind dazwischen. Einmal geht er in die eine Richtung, beim zweiten Mal kommt er aus der Richtung und hat einen Rucksack dabei. Das wird jetzt so interpretiert, also von der Stelle bis zu ihm braucht man, da muss man schon schnell gehen. Also man kann es schaffen in 2x10 Minuten. Also nur 19 Minuten, man kann es schaffen, aber wenn er nach Hause ging und hat seine Sachen geholt und hat vielleicht noch ein paar Worte gewechselt mit den Mitbewohnern und hat die Schuhe gewechselt, also die roten Schuhe sind nie mehr wieder aufgetaucht, dann ist es knapp sozusagen.
Aber nach Meinung des Bundeskriminalamtes war er in seiner Wohnung da, in etwa 800 Meter Entfernung, und hat da seine Sachen geholt. Und dann verlieren sich seine Spuren wieder. Es gibt eine andere Interpretation, dass sein Rucksack in einer Wohnung war, zwischen der Videoaufnahme und seiner Wohnung gibt es eine Wohnung von jemand, auch einem Tunesier, der immer wieder Drogen bei Amri gekauft hat. Und der für Amri, weil der Amri nicht gemeldet war, offiziell gemeldet war, Geld an seine Familie transferiert hat. Und es gibt eben dann die These, dass dort der Rucksack war. Also das würde zeitlich auf jeden Fall wäre kein Problem, dass er dort seinen Rucksack abgestellt hat und den Rucksack geholt hat. Im Prinzip. Und aber was auch noch wichtig ist für diese ganze Rucksack oder für diese ganze Geschichte da um diese Uhrzeit, sich da aufgehalten zu haben, seine Mitbewohner, vor allen Dingen derjenige, der der Hauptmieter ist, der Wohnungsgeber, der macht insgesamt bei den Befragungen drei verschiedene Zeitangaben. Die eine Zeitangabe ist 21 Uhr, wäre übrigens auch davor gewesen, vor der Videoaufnahme. Die zweite Zeitangabe ist 18 Uhr und die dritte Zeitangabe ist 16 Uhr. Da ist es sich eigentlich ziemlich sicher, weil es sei noch hell gewesen, als Amri die Wohnung verlassen habe. Also das ist überhaupt nicht belastbar, diese Zeugenaussage. Und wenn man die liest, ich habe die gelesen, dann nehmen die BKA-Ermittler, die üben Druck aus ein bisschen auf diesen Zeugen und sagen, irgendwie, sie haben doch beim ersten Mal gesagt, 21 Uhr, für die BKA-Version passt 21 Uhr eben am besten. Ja. Und tatsächlich geht er eigentlich weg von 21 Uhr. Also es ist einfach eine Unklarheit. Ja. So, und jetzt muss ich noch was erwähnen, was hochinteressant ist, was in dem Ausschussbericht des Abgeordnetenhauses steht, der sozusagen rauskam zwei Monate, nachdem das Buch erschienen ist. Und 1200 Seiten, und die muss man schon durcharbeiten, um dann auch zu erkennen, was da drin steckt. Da gibt es zum Beispiel einen Satz, der findet sich auf der Seite 747, für jeden, der es nachlesen will, also nicht von mir erfunden, sondern es ist ein Zitat, mit dem das Bundeskriminalamt begründen will, dass Amri eben im Wedding war, in seiner Wohnung, Freienwalder Straße, und die Sachen geholt hat, seinen Rucksack geholt hat, kleines Gepäck. Und das Bundeskriminalamt begründet es damit, dass die Geodaten, es gibt ein zweites Handy von Amri, ein HTC-Handy, also das war internetfähig, im Gegensatz zu diesem privaten Handy, dass die Geodaten dieses HTC-Handys beweisen würden, dass Amri nach dem Anschlag in seiner Wohnung gewesen ist. Also das BKA weiß gar nicht, was es da sagt. Es wollte nur sozusagen den Beleg formulieren, Amri, es gäbe Indizien dafür oder Spuren, dass Amri nach dem Anschlag in seiner Wohnung war. Das geht aber dann nur mit dem Handy natürlich. Wenn ich Geodaten feststelle, dann war das Handy dort, möglicherweise mit Amri. Aber dieses Handy soll zur selben Zeit, also nach dem Anschlag sind wir, soll beim Anschlag im LKW gewesen sein. Und es wurde auch gefunden in einem Loch der vorderen Karosserie. Also dem BKA ist überhaupt nicht klar, was es da verbreitet. Es war verbreitet und möglicherweise stimmt das, dass dieses HTC-Handy nach dem Anschlag im Wedding war, in Berlin-Wedding, und dann irgendwann am LKW, dort wurde es nämlich gesichert, sichergestellt wurde. Das ist eh hochspannend. Also wir erleben, dass dieser LKW, der ja dann zum Stehen kommt, wer auch immer sich darin befindet, ist irgendwann nicht mehr in der Karosserie. Oder im Führerhaus. Und dieser LKW wird zur Spurensicherung, weil ganz viele Leute, kann man auch irgendwo verstehen, dieser LKW allein schon aus symbolischen Gründen muss ja da so schnell wie möglich weg. Da ist ein Terroranschlag. Und der wird jetzt in den Flughafen Tegel gebracht, um ihn dort in einer großen Halle untersuchen zu können, um Scheinwerfer aufzustellen und die Ruhe zu haben und die Wärme, um da richtig arbeiten zu können. Daraufhin ergeben sich aber dann plötzlich interessante Funde, die davor eben nicht gemacht wurden, als der Tatort zum ersten Mal besucht wird. Es findet sich zum Beispiel, ich glaube, erst nach der dritten Untersuchung des Führerhauses zum ersten Mal so ein Zettel am Tachostand quasi, liegt der dann die Fingerabdrücke von Amri und ich glaube, dem polnischen Fahrer, also LKW-Besitzer, sage ich jetzt einfach mal, auf sich trägt. Und da kommt es auch zu diesem Fund, also das ist wirklich eine Skurrilität, die man nicht oft genug betonen kann, dieses HTC-Handy und wo das gefunden wird.
Also in der Karosserie ist ein Loch sozusagen am Scheinwerfer und das steckt dort drin von außen. Also ja. Also ich muss noch mal kurz, ich weiß, so viele Details, so viele Einzelheiten, ist schwierig. Also nur damit sozusagen, Korrigieren Sie mich auch gerne, ja, ich kann damit es Sachen durcheinander sozusagen bringen. das ausgeräumt ist. Also nicht beim Flughafen Tegel, sondern bei der Julius-Leber-Kaserne, in einer Kaserne in der Nähe vom Flughafen Tegel. Da wurde der LKW abgeschleppt und das hat fast einen Tag in Anspruch genommen. Der hat vorher die Bremse blockiert und dann hat er noch, also im Schritttempo wurde die Zugmaschine dorthin Quasi geschleppt. durch ganz Berlin getuckert. Und dann passt der nicht durch die Tür. Dann haben sie sozusagen Luft abgelassen von den Reifen, damit er durch die Tür passt und so weiter. Also es ist einfach, da kommt ein aufs andere. Und dann hat einem die Mordkommission, und da, es waren drei, vier Beamte unter Leitung von Thomas Bordasch, die siebte Mordkommission, hat dann die Tatortermittlungen da vorgenommen. Dann haben sie zum Beispiel, haben sie auch die Sachen gefunden von ihm, auch diese Duldungsbescheinigung, das war am Nachmittag um 5 ungefähr. Und ab dem Zeitpunkt gingen dann die Ermittler davon aus, so erzählen sie es uns, dass Amri der LKW-Fahrer war. Und dort haben sie dann, es gibt einen Zettel, da steht, die Rückseite ist bedruckt und dann vorne steht handschriftlich drauf in Großbuchstaben Hartenberg STR. Und dann kommt ein Zeichen, entweder ein B oder ein Ach, eine 8. Eine 8 würde dafür sprechen, das ist die Adresse der Zooverwaltung am Hardenbergplatz. Und jetzt sagen die Tatortermittler, also den Zettel haben sie da nicht gesehen. Also die nehmen sogar die Schuld auf sich. Der Thomas Bordas sagte, sie hätten nicht gründlich genug gesehen. Aber der Zettel wurde erst bei der, also es gab die Tatortermittlungen 2 Tage lang und dann gab es eine Nachschau. Nochmal in dem LKW, der dann weggebracht wurde, und da lag der Zettel immer noch nicht da. Und erst bei der zweiten Nachschau, 3 Wochen nach dem Anschlag, also Mitte Januar, sei dieser Zettel gefunden worden. Wobei es gibt einen Kfz-Gutachter, den das BKA beauftragt hat. Der sagt, der Zettel ist sogar noch später gefunden worden. Okay. Also das ist wirklich eigenartig, dass der Zettel sozusagen vor der Tacho-Abbildungsscheibe Gerät gelegen haben soll, also zentral, und die wollen ihn nicht gefunden haben. Gibt es dafür eine Vermutung von Ihrer Seite, warum man, also ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, dieser Zettel, wenn er zwei oder sogar dreimal nicht gefunden wird, wird da platziert. Der hat Ja. jetzt auf einmal die Fingerabdrücke von Amri vielleicht drauf, ist das. Hat man da Also wenn was? ich jetzt Kriminalist wäre, wenn ich Ja. jetzt BKA-Mann wäre, würde ich sagen, ich muss das mit in Betracht ziehen, dass die Menschen, die da an dem LKW waren, dass die da manipuliert haben. Also mit einer authentischen Ermittlerlogik muss man das einfach in Betracht ziehen. An dem Zettel wurden übrigens keine Fingerabdrücke gefunden. Ein Fingerabdruck ist ja, wär eine eindeutige Spur, sondern es wurde DNA festgestellt. Eine Mischspur, also mehrere Personen haben da DNA hinterlassen. Mischspur ist immer schlecht, weil das nicht eindeutig ist dann. Und es gibt Merkmale, für die Amri in Betracht käme. Okay. Also es ist auch keine klare Spur von Amri, sondern die DNA-Sequenz, da gibt es Ausschnitte, die sozusagen da auch gefunden wurde. Also könnte es Amri sein, aber er muss es überhaupt nicht sein. Eine total eigenartige Geschichte, vollkommen richtig, ja. Nochmal nur zum Abschließen, die beste Spur, die im Führerhaus auf Amri schließen lässt, ist sein Geldbeutel mit seinen Passfotos, wo auch ein Fingerabdruck von ihm drauf ist. Oder das kann man festhalten. Das gibt's. Also es gibt einen Geldschein, wo ein Fingerabdruck Okay. drauf ist, aber ja, Okay. also Geldscheine wandern, Okay. wandern ständig. Ja. Es gibt, wahrscheinlich gibt es möglicherweise irgendwelche Kriminellen, die einen Geldschein von mir haben, wo ein Fingerabdruck drauf ist. Ja, lassen Sie uns, Herr Moser, gerne nochmal, nur um das abzuschließen, weil wir es schon aufgemacht hatten, den Weg von Amri Stimmt. weitergehen. Zumindest Ja. in der Kurzform, vor allem auch mit der Frage, warum er eigentlich bei der Situation, in der er dann entdeckt wird, sofort erschossen wird. Genau, das war noch offen. Ist auch vollkommen eigenartig. Also Amri verschwindet dann von der Bildfläche für 2 Nächte. Und die Ermittler sagen, sie wissen nicht, wo er war. Er taucht dann wieder auf, 500 Kilometer westlich von Berlin, in Emmerich, an der deutsch-niederländischen Grenze.
In Emmerich war Amri mal untergebracht in einem Flüchtlingswohnheim. Also er hatte auch Beziehungen dazu. Also es gäbe Gründe, dahin zu gehen, möglicherweise. Man weiß nicht, wie er dahin kam, ob mit Zug oder wann, mit Fahrgelegenheit und wann, so weiter. Wann und wie er dahin kam, weiß man nicht. Also die Ermittler gehen davon aus, dass er nicht mit dem Zug gefahren ist. Und Flixbusse haben sie auch kontrolliert, auch mit Flixbus nicht. Also möglicherweise wurde er chauffiert. Da taucht er auf, morgens um 7, sitzt in einem Bus von Emmerich nach Kleve und dort erkennt ihn ein ehemaliger Mitbewohner von diesem Flüchtlingsheim, der auch vernommen wurde, der eine glaubwürdige Aussage macht. Die begrüßen sich, er begrüßt den, er setzt sich zu dem, sie geben sich die Hand und unterhalten sich ein bisschen Smalltalk-mäßig. Und dann steigt Amri in Kleve aus. Stimmt das? Ja. Genau. Er steigt in Kleve aus und ich habe von einem Kollegen erfahren und dann fährt er weiter nach Nimwegen, aber das geht auch nur mit Bus. Das heißt, er steigt dann in den späteren Bus wieder ein. Er hätte auch in dem Bus sitzen bleiben können. Warum er so ausgestiegen ist, ist unklar. Und in Nimwegen am Bahnhof, da wird er, glaube ich, auch einem... Ach ja, und der Zeuge da in Emmerich, der hat auch sozusagen bezeugt, dass Amri ein Handy dabei hatte. Das ist auch noch wichtig, weil nämlich keins gefunden wurde bei ihm, als er tot war. Also nach Ansicht der bundesdeutschen Ermittler wurde keins gefunden. Nach Ansicht der italienischen Ermittler wurde eins gefunden. Aber heute ist es sozusagen geklärt. Das ist sozusagen, Verständnis, oder? Ja. In Nimwegen wird sozusagen wird durch Videoaufnahmen ein Aufenthalt von einer halben Stunde im Bahnhof sozusagen festgestellt. Er nimmt da auch eine SMS von so einer Werbeaktion entgegen. Und gleichzeitig hat das Bundeskriminalamt, was der Kollege da geschrieben hat, jüngst in einem Artikel, was bisher eigentlich nicht richtig veröffentlicht wurde, das Bundeskriminalamt stellt fest, dass zur selben Zeit eine Handynummer eingeloggt war am Bahnhof Nimwegen, also als Amri da war, eine Handynummer von einem Berliner, der Drogenkunde von Amri war, der im Prenzlauer Berg, nicht im Prenzlauer Berg, auch im Wedding gewohnt hat. Und das wird zur selben Zeit festgestellt. Und er wurde auch vernommen und er sagt, ja, er war da in den Tagen, war er in Holland. Er hat da Freunde getroffen in den Niederlanden. Und dann wollten die wissen, wo er genau war. Und dann meinte er, er hat gezeltet. Mit seiner Freundin hat er gezeltet. Also Ende Dezember zeltet jemand in den Niederlanden. Also ein eigenartiges Zusammentreffen zwischen einer Handynummer eines Drogenkunden aus Berlin und dem fliehenden Attentäter und Drogendealer. Dann geht er weiter nach Amsterdam und erkundigt sich dort, das haben also holländische Ermittler dann festgestellt, nach der tunesischen Botschaft. Er hat ja eine Weltreise gemacht nach dem Attentat. Vor allen Dingen, warum gehe ich zur tunesischen Botschaft? Also dann gehe ich dahin, weil ich Schutz erhoffe irgendwie. Ja. Und dann verlieren sich die Spuren wieder. Also er begibt sich dann nach Brüssel und wird dort auch wieder von Bahnhofsvideokameras festgehalten. Und dann verlieren sich die Spuren wieder. Also man weiß nicht, wo er dann in der Nacht war. In Brüssel gibt es Islamisten. Und es gibt auch einen bekannten Islamisten, der auch in Berlin war, den Amri kannte. Möglicherweise war er bei dem. Er taucht dann wieder auf in Lyon und fährt dann mit dem Zug um die Mittagszeit, das ist der 22., glaube ich, sind wir jetzt, 22. Dezember, mit dem Zug Richtung Turin. Und dann von Turin fährt er weiter nach Mailand. Und das Eigenartige ist, dass man bei ihm zwei Zugfahrkarten gefunden hat nach Mailand. Also eine von Lyon nach Mailand und eine von Chambéry, glaube ich, oder von Turin nach Mailand, weiß ich jetzt nicht mehr. Mhm. Also das macht für einen, der fährt, überhaupt keinen Sinn. Es würde Sinn machen für eine Person, die mit eingestiegen ist, okay, die in Chambéry oder in Turin eingestiegen ist und ihn dann bis Mailand begleitet hat. In Mailand kommt er spät abends an. Wir sind jetzt in der Nacht auf den 23. Okay. Dezember. Und dann besteigt er einen Bus in den Vorort Sesto San Giovanni. Also der wird nicht gleich abgefahren sein, es sind nur ein paar Kilometer. Und dort steigt er dann um 2:30 oder so aus, auf dem Bahnhofsvorplatz. Und dann treten zwei Polizisten an ihn heran und sozusagen verlangen seine Ausweispapiere. Und die Version ist jetzt, er hat dann in den Rucksack gegriffen und hat dann die Pistole rausgezogen, mit der polnische Fahrer erschossen wurde, und feuert auf die beiden Polizisten.
Einer soll wohl auch einen Streifschuss abbekommen haben und die feuern zurück und töten Amri. So, und dann ist das Bundeskriminalamt sofort nach Mailand gereist und dann wurden die behandelt wie Azubis. Die konnten nicht mal, also die Leiche in Augenschein nehmen, sie konnten nicht die Waffen in Augenschein nehmen, die Asservate, den Rucksack und so weiter, sondern die haben nur Fotos gezeigt bekommen. Also es muss Gründe dafür geben, dass die italienischen Ermittler die deutschen Ermittler außen vorgelassen haben. Und die deutschen Ermittler, das Bundeskriminalamt, haben das akzeptiert. Es war möglicherweise dem Bundeskriminalamt recht, dass es jetzt da nicht, dass es andere, ein anderes Land macht. Ja. Dann müssen sie nicht vertuschen, sondern dann macht es jemand anderes. Und dann ist es eben so, dass in den italienischen Ermittlungsunterlagen steht, dass bei Amri ein Handy gefunden wurde, also dass Amri bei sich getragen hat, als er in Mailand erschossen wurde. In Dosso. Er hat ein Handy bei sich getragen. So, ein Handy ist natürlich ein unschlagbares Beweismittel. Also eine Datensumme ist da drin. Mhm. Man kann rekonstruieren, welchen Weg er genau genommen hat, mit wem er telefoniert hat und so weiter. Und so ein Beweismittel muss natürlich verschwinden. Und das haben dann die Ermittler, also das Bundeskriminalamt, dann auch in Zusammenarbeit mit den Ermittlern in Italien und mit der Bundesanwaltschaft haben dann einen Weg gefunden, meiner Meinung nach, um festzulegen, dass Amri kein Telefon dabei hatte. Das ist die offizielle Wahrheit. Amri hatte kein Telefon dabei. Ich gehe davon aus, dass er eins hatte. Vielleicht hat er auch kurz vorher weggeworfen, aber ich weiß nicht, das macht es Sinn? Also ich will dann noch weiterreisen. Ja. Ich sterbe doch jetzt nicht in einer Stunde. Ich weiß doch, dass ich sterbe. Weiß doch nicht, dass ich sterbe. Also gibt es keinen Grund, ein Handy wegzuwerfen praktisch. Das ist also ungeklärt, also vom Anfang bis zum Ende sozusagen viele Ungereimtheiten. Dazu kommt natürlich, ein toter Einzeltäter ist ein abgeschlossener Fall aus Sicht des offiziellen Narrativs. Und da sehen wir natürlich Parallelen, da bin ich jetzt auch nicht der Erste, der das beobachtet. Sie widersprechen ja diesem Einzeltätermotiv oder gehen davon aus, dass es sich anders ereignet hat und gehen von einer Tätergruppe aus, von ungefähr 5 bis 10 Leuten und gehen auch davon aus, dass diese ganze Planung ungefähr ein Jahr vorher wahrscheinlich beginnt. Diese Tätergruppe wiederum, das weiß man eigentlich auch, wenn sie so existiert, dann kommt sie aus diesem Dschihad-Umfeld. Es gibt zum einen Verbindungen zum IS, also im Ausland. Und zum anderen gibt es auch dieses Umfeld der Fusilet, heißt sie, glaube ich, Fusilet-Moschee in Moabit. Mhm. Und da will ich einfach nochmal auf eine Personalie auch zu sprechen kommen, die eigentlich noch ein eigener Kaninchenbau für sich ist. Und das ist Bilal Ben Ammar, der, was auch viele gar nicht wissen, der zweite Hauptverdächtige des Falls ist. Wer ist er? Warum spielt er eigentlich eine Rolle? Ja. Eine total wichtige Frage. Also ich würde das Täterumfeld heute so bezeichnen, es besteht aus zwei Komponenten, zwei Teilen. Das eine sind diese professionellen Dschihadisten, wozu ich auch Amri zähle, Bilal Ben Ammar, zum Beispiel einen Elitepolizisten einer Antiterroreinheit aus Tunesien und so weiter. Aber die andere Gruppe sind deutsche Islamisten, Leute aus dieser Fusilet-Moschee, die in Berlin geboren sind. Viele sind in Berlin geboren, zum Teil ganz jung. Deswegen ist der Anschlag für mich auch ein deutscher Anschlag. Also weniger einer von eingereisten Dschihadisten, sondern die entscheiden, also die Fusilet-Moschee hat sozusagen die Infrastruktur geliefert. Und wenn jetzt Behörden verwickelt sind, sind es auch deutsche Behörden. Für mich ist es eigentlich ein deutscher Anschlag. Das halte ich für ziemlich wichtig, weil das möglicherweise auch den Hintergrund klarer macht. Aber die Eingereisten spielen schon auch eine Rolle. Und dieser Bilal Ben Ammar, der war richtig als zweiter Tatverdächtiger sozusagen ermittelt worden. Der kam ein Jahr vor Anis Amri nach Deutschland zusammen mit einer Reihe von anderen Tunesiern, unter anderem diesem Elitepolizisten, der auch eine wichtige Rolle spielt. Sabu Saidani heißt er. Und man hat nun festgestellt,
Also dieser Bilal Ben Ammar, der als zweiter Tatverdächtiger eingestuft wurde, der wurde seltsamerweise am 1. Februar, also nach 6 Wochen, abgeschoben, obwohl er Tatverdächtiger war. Und der war in Haft, es gab einen Haftbefehl. Und das fand der Ausschuss auch komisch. Und es ist einer seiner besten Werke gewesen. Er hat sozusagen die Personalie Bilal Ben Ammar penibel untersucht. Und sagen, hat dann einfach diese Ungereimtheit aufgedeckt, dass es war eigentlich eine Operation, wo eigentlich alle entscheidenden Behörden beteiligt waren, um diesen Mann abzuschieben. Also aus dem Strafverfahren raus, aus dem Knast rauszunehmen und nach Tunesien abzuschieben. Und Vor der dann, Tat noch, vor dem nee, nicht Anschlag. vor der Tat, nach der Tat. Nach der Tat. Nach der Tat. Also sozusagen ihn vor Strafverfolgung zu schützen. Und dann hätten wir möglicherweise einen verurteilten Täter und dann gäbe es auch einen Prozess. Es gibt ja keinen Prozess bisher, weil der Täter tot ist. Es ist Richtig. auch ein positiver Nebenwirkung. Und ein zweiten Prozess, der NSU-Prozess war ein Desaster für die Ermittlungsbehörden und für die Weil es Bundesanwaltschaft, einen gab, weil es weil Beate es ihn Schäpe gab. gab. Und es Ja. ist sozusagen eine offene Veranstaltung. Also man kann bei Behörden viel eher was vertuschen als vor Gericht. Es ist eine offene Veranstaltung. Es sind viele Akten unterwegs, Zeugenreden und so weiter. Das kann immer unangenehm werden. Und dass der NSU-Prozess 5 Jahre gedauert hat, hängt eben damit zusammen, weil man da Schwierigkeiten hatte, sein Narrativ zurückzukriegen. Und es hätte man so etwas Ähnliches wieder gehabt. Deswegen wurde Bilal Ben Ammar abgeschoben und widerrechtlich wurde der abgeschoben. Ich will, bevor wir zum Ende dieser Sendung kommen, nur auf eine Personalie noch eingehen, die aber eher ein Kürzel ist. Was hat es auf sich mit dieser VP01, ist glaube ich das Kürzel, heißt es Verfassungsschutzperson? Vertrauensperson, VP. Vertrauensperson, das ist ein. Vertrauensperson. Das ist eine Vertrauensperson der nordrhein-westfälischen Polizei. Also ein Staatsschutzspitzel, also der Staatsschutz ist ja Polizei, polizeilicher Geheimdienst, Staatsschutzspitzel. Und als der seit Jahren sozusagen benutzt wurde vom Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen für alle möglichen Sachen, hauptsächlich organisierte Kriminalität oder sowas. Und dann gab es eben ein Islamistenverfahren gegen Islamisten aus Nordrhein-Westfalen, deswegen hat das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen das geführt, aber da ging es um eine Moschee in Hildesheim, also Niedersachsen. Und das war eben dem Landeskriminalamt so wichtig, übrigens ermittlungsführend war da die Bundesanwaltschaft, also es war ein wichtiges Verfahren gegen einen vermeintlichen IS-Statthalter, diesen Abu Wallah, den Chef der Moschee in Hildesheim. Und dann hat das Landeskriminalamt gesagt, wir haben einen guten V-Mann. Murat Cem ist sein Deckname, den ziehen wir ab, zusammen mit seinen Führungsbeamten bringen wir die sozusagen zur DIKMoschee, um sozusagen die DIKMoschee aufzuklären. Deutscher Islamkreis heißt DIK, DIK-Moschee in Hildesheim. Und dieser V-Mann, VP01, hatte auch engen Kontakt zu Amri. Sagen, der hat ihn einmal mit dem Auto nach Berlin gefahren und so weiter und so fort. Also der spielt im Umfeld, spielt er eine Rolle, der sich dann auch beschwert hat, dass mit Amri nicht richtig, so wie es notwendig wäre, aus Ermittlersicht umgegangen wird. Und interessant ist einfach, dass es da einen Konflikt gab zwischen dem Bundeskriminalamt und dem Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen um diese V-Person. Das Bundeskriminalamt wollte die abgezogen haben und das hat das Landeskriminalamt überhaupt nicht verstanden und auch die Bundesanwaltschaft hat es nicht verstanden und es ist bis heute nicht klar, welches Interesse das Bundeskriminalamt hatte, eine V-Person abzuziehen, die an diesem scheinbaren IS-Statthalter dran war. Wäre doch eigentlich sinnvoll. Und was ich noch interessant finde, ist, dass also ich ziehe zum Beispiel in Zweifel, dass Amri überhaupt Auto fahren konnte. Er ist mit diesem V-Mann von Dortmund zum Beispiel nach Berlin gefahren. Da fährt man ja die ganze Nacht Genau, irgendwie. immer wenn Amri von A nach B kommt, nimmt er einen Bus oder wird gefahren. Also Er wird es gibt gefahren. eigentlich, Also ja. er wird manchmal beschrieben, dass er in einem Auto saß, aber nie am Steuer. Ja. Und die VP01 wurde auch vom Untersuchungsausschuss vernommen und die hat erklärt, dass sie die ganze Strecke allein gefahren ist. Also wenn jemand anders fahren kann, wechselt man sich ab, um mal sich ein bisschen Genau. zu entspannen.
Und da war eben Amri die ganze Zeit auf dem Beifahrersitz. Ich glaube, der konnte nicht mal Auto fahren. Also der ist nicht so aufgetaucht als Autofahrer. Und wenn er nicht Auto fahren kann, kann er erst recht nicht LKW Ich fahren. wollte gerade sagen, also es gibt keinen Hinweis darauf, dass er jemals einen Führerschein gemacht hat. Das wäre dann aber auch erstmal ein PKW-Führerschein gewesen. Und ein LKW kann man eigentlich mit PKW-Führerschein gar nicht fahren. Das ist eine ganz andere Nummer. Das ist wie ein, ist jetzt ein bisschen hochgegriffenes Beispiel, aber Flugzeug zu fliegen, man kommt da erstmal gar nicht Das zurecht. sagen alle LKW-Fahrer. Das waren Ja. 40-Tonner, also Ja. das Größte, was es gibt. Und das ist nicht so einfach zu fahren. Also, Ben Ammar wird als Mithauptverdächtiger so schnell wie möglich abgeschoben. Und der Fall, ich glaube, da können wir uns darauf einigen, ist zumindest nicht abgeschlossen. Ich will noch mal ein paar Ihrer Hypothesen einfach zusammenfassen. Hinter solchen Anschlägen steckt grundsätzlich nie nur ein Täter. Die Gruppe, über die wissen wir nicht mehr. Es gibt zwar ein paar Hintermänner, da haben Sie gerade auch noch mal ein paar Namen genannt. Ich glaube aber von denen, also gerade auch zum Beispiel dieser Ben Ammar, der ja abgeschoben ist, der ist auf freiem Fuß, oder? Nehme ich mal an. Weil er ja nicht Weiß man nicht. Er deutscher. soll in Tunesien im Gefängnis gewesen sein, weil er auch bei einer Terrororganisation aus Libyen irgendwie Mitglied war. Weiß man nicht, was mit dem ist. Okay. Und Amri war jetzt eben weder der Einzel- noch der Haupttäter und erfuhr höchstwahrscheinlich auch nicht den LKW. Die Frage, die sich natürlich jeder stellt, und ich muss sie jetzt einmal auch Ihnen stellen: Welche Motive bei all den Ungereimtheiten hätte denn der Staatsschutz, das LKA, hätten die Behörden da so viel zu vertuschen? Denn es wurde vertuscht, Herr Moser. Ja, man kann sich auch eine Theorie überlegen. Ich will nicht so weit gehen, ich will ein bisschen in der Nähe bleiben. Also es kann natürlich sein, dass es aus dem Ruder gelaufen ist oder dass man sozusagen eine Gruppierung unter Beobachtung hatte und konnte sie einfach nicht abhalten von der Tat. Das ist auch ein Grund, es zu vertuschen, sozusagen die eigene Verantwortung, die eigene Schwäche, Die Fehler wären aufgeflogen, die da im dass Hintergrund man gemacht wurden. so nah dran war und es trotzdem nicht geschafft hat. Möglicherweise war ein V-Mann verwickelt oder mehrere V-Leute waren verwickelt. Es gibt ja sogar die Überlegung, ob nicht Bilal Ben Ammar ein V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz war. Steht im Abschlussbericht des Bundestagsausschusses, also als Frage formuliert. Wenn Ben Ammar V-Mann wäre Amri auch V-Mann gewesen. Also es gäbe da auch, selbst wenn der Anschlag so stattgefunden hat und man das nicht wollte, gäbe es auch Gründe, das zu vertuschen, sozusagen sein Wissen. So, und das Maximale ist natürlich, dass es Interesse gibt an Anschlägen, weil mit Anschlägen kann man politische Maßnahmen begründen, Aufrüstung, innere Aufrüstung, da habe ich auch einen Artikel dazu geschrieben, ein Kapitel dazu, innere Aufrüstung, geschlossene Grenzen zum Beispiel. Wir brauchen eigentlich offene Grenzen, finde ich, und viele sind gekommen und haben sozusagen ihr Leben zu verdanken, dass sie hierher fliehen konnten. Aufrüstung der Polizei, strengere Gesetze, Aufrüstung der Nachrichtendienste kann man mit Terroranschlägen begründen. Das ist ein traditionelles Muster überall weltweit sozusagen. Das ist rein theoretisch auch denkbar. Das ist wirklich, ja, das ist krass. Das erinnert mich auch an die Theorie, die zu 9-11 oft geäußert wird. Es gibt Mihop und Lihop, sagt man oft. Make it happen on purpose oder let it happen on purpose. Und bei dieser etwas ausgefalleneren Hypothese jetzt zuletzt, die Sie ja nicht formulieren, aber einfach mal jetzt laut gedacht haben, gibt es ja eben diese Möglichkeit, dass man vielleicht von Anschlagsplänen wusste und sie dann gewähren lassen hat. Aber das soll einfach nur als Gedankenspiel zum Ende dazu gesagt werden. Ja, Herr Moser, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen und für diese ausführliche Besprechung Ihres Buches Der Amri-Komplex, ein Terroranschlag, 12 Tote, jetzt 13 Tote inzwischen, da einer, der im Koma lag, auch verstorben ist Genau. und die Verstrickungen des Staates. Und ich weise auch noch mal ganz deutlich darauf hin, dass Sie im Overton-Magazin zum Beispiel auch regelmäßig schreiben. Ihr Thema ist eben auch gerade innere Sicherheit, Verfassungsschutz, Geheimdienste und neben dem Amri-Komplex haben sich beschäftigt und beschäftigen Sie sich weiterhin auch sehr ausführlich mit dem NSU-Komplex, der ja ebenso wenig abgeschlossen ist und immer wieder Neues zutage fördert und zutage bringt. Somit also nochmal herzlichen Dank, Herr Moser, für Ihre Zeit und dieses
äußerst erkenntnisreiche Gespräche über Ihr Buch. Ich danke auch für die Fragen. Liebe Zuschauer, wie immer könnt ihr dieses Buch auch mit dem Link hier in der Videobeschreibung bestellen. Lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Gespräch denkt, und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.